Das ist das fünfte Projekt, was ich mit jungen Menschen mache, die aus anderen Ländern hier hingekommen sind. Das erste war, da waren die minderjährig und unbegleitet und wir haben verschiedene Themen gehabt. Das bezog sich am Anfang auf ihre Vergangenheit, auf ihre Fluchtgeschichte und wir sind immer weiter weggekommen und von diesen Themen hin zur Zukunft, zu Zukunftsvisionen und haben verschiedene Medien, künstlerische Medien da mit reingebracht. Video, Foto, Texte, Literatur und haben Multimedia-Installationen damit zusammengestellt und ausgestellt. Und dieses ist das letzte Projekt eigentlich, was eine Kurve zurückziehen soll zu ihrem Heimatland, weil die meisten von denen kamen aus Afghanistan. Und deswegen haben wir eine afghanische Künstlergruppe mit im Boot gehabt vor Corona und wir warten, wie es weitergeht in Zukunft. Und dieses Projekt war dann, drei große Wandbilder zu machen in Remscheid-Solingen-Wuppertal und parallel dazu eins in Afghanistan. Und wir hätten das live gestreamt, die Kommunikation untereinander auch. Das ist leider jetzt der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen und der politischen Situation in Afghanistan auch noch. Aber die Idee bleibt und eines Tages wird sie hoffentlich wahr werden. Mit dem Wandbild hier an der Kraftstation in Remscheid ist am vergangenen Donnerstag begonnen worden. Und ich bin erstaunt über den Fortschritt. Den hat man Ihnen zu verdanken. Jein, also ich glaube, den hat man ganz stark den Teilnehmern zu verdanken. Wie viel waren das denn? 5. Soweit ich weiß, und plus verschiedenen Leuten, die die Teilnehmer angeleitet haben. Davon sind Sie einer? Davon bin ich einer, genau. Und ich würde sagen, dass man den Fortschritt doch dem zu schreiben kann, dass die Teilnehmer so verblüffend fit sind, auch mit der Dose und auch illustratorisch. Und eines dieser Naturtalente steht neben Ihnen. Was ist denn Ihre Aufgabe? Wir haben zusammen die Ideen gesammelt und ich male mit Meysam, ein afghanischer Junge, das Porträt hier hinter mir. Das Porträt auf der rechten Seite habe ich gemalt und auf der linken Seite hat Meysam gemalt. Und dann male ich noch ein paar Ornamente. Die sind halt persisch-afghanische Ornamente. Darauf haben Sie sich kapriziert, das machen Sie schon lange, habe ich gehört, ne? Genau, also ich male oft viele Ornamente und ich hatte halt so ein paar Ausstellungen gehabt von meinen Werken. Aber das ist halt erstes Mal, dass ich mit Graffiti male und das ist eine neue Entwicklung für mich. Und, macht es Spaß? Ja, auf jeden Fall. Das ist mega cool hier. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber das macht mega Spaß. Sie sind eher durch Zufall dazugekommen, habe ich gehört. Ganz genau. Ich wollte eigentlich ursprünglich einen Freund besuchen. Und dann hieß es auf einmal von den Leuten und den Teilnehmern, ey, mach einfach mit. Und dann dachte ich mir, komm, mach's doch mal. Weil ich als Kind schon gerne hier in die Kraftstation gekommen bin und dachte mir, so das alte Grau gefällt mir nicht mit den Schmierereien, kann man doch einfach mal was Schönes machen. Das ist gelungen. Ja. Wann ist denn die Vernissage? Nochmal zurück zu Ihnen. Die Vernissage hier in der Kraftstation ist am Donnerstagabend ab 20 Uhr und um 20.30 Uhr gibt es eine kleine Aktion, weil man kann nicht viel Publikum holen, Hygienevorschriften, eine kleine Vernissage mit Lichtprojektion. Wir haben Workshops gemacht vorher, Ideen gesammelt zum Thema Vision, Gegenwart, Zukunft, Skizzenbücher gefüllt, hin und her geschoben. Dann einen ganzen Entwurf gemacht auf dem Papier und an den Wänden dort drüben geübt auch. Also das gab noch mehr Vorlauf, deswegen ging das hier so flotti. Und gut, die Wände waren grundiert, das hatten schon die Teilnehmer vorher gemacht. Blau und Grau haben sie hier mit Farbrollen gestanden und sehr viel Einsatz gezeigt. Deswegen sind die auch so müde. Thank you.
also sehr bewegt.